Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Das erste Video von Porte war nicht HD. Dieses dennoch sollte HD sein. Wird das Enrichment Center mit Feuerbällen, Meteoriten oder anderen Weltraumobjekten bombardiert, meiden Sie bitte ungeschützte Testumgebungen, in denen ein Mangel an Schutz vor Trümmern aus dem All kein ausdrücklicher Teil des Tests ist. Das werde ich tun. Jetzt kann man filmen. Ich will hier durch. Wow. Verwirrend. Ja. Ich mag dieses Wasser nicht. Ich mag das einfach nicht. Ja, oh, toll. Hier hinten ist jetzt... Naja. Und so, ne? Kann ich kein Portal hinschließen? Da oben auch nicht. Wie soll ich denn da rüberkommen? Dann muss ich einfach so. Hallo Kyo. Ah, chillig. Na, ich teste erst diesen Knopf. Oh. Ah. Kapisch. Der ist so. Und dann den da. Easy. Ich hoffe, dieses Video ist jetzt HD. Ich habe mich schon geärgert. Ist genauso wie bei Minecraft gewesen. Sehr gut. Das Enrichment Center weist darauf hin, dass Sie, auch wenn die Lage aussichtslos erscheint, nicht alleine sind. Die Bandansagen von Aperture Science bleiben auch in apokalyptischen Niedrigenergieumgebungen mit weniger als 1,1 Volt aktiv. Boah. Wir sind sparsam. Was ich sagen wollte, bei Minecraft war es genauso. Und zwar, ich hab's gerendert und dann war es eine HD. Und ich, sorry. Weiß nicht, wie ich HD mache. Gehen da ab. Please remain. Bei diesem Test gelten die Prinzipien der Fortbewegung durch Portale. Sollten die physikalischen Gesetze in der Zukunft nicht mehr gelten, so helfe Ihnen Gott. Physikalische Gesetze gelten hier sowieso nicht, also ist mir das relativ. Der Vorwärtsimpuls. Aha. Das war nix von dem Vorwärtsimpuls. Das schon eher. Oh, na toll. Ja, die Portegang hat sich auch geändert. So an sich. Wenn sowas greift oder so. Dann sieht es anders aus. Sollten Sie keiner unserer Mitarbeiter sein und diese Anlage infolge des Zusammenbruchs der Zivilisation entdeckt haben, willkommen. Vergessen Sie nicht, die Tests sind die Zukunft und die Zukunft beginnt mit Ihnen. Ey, die sind so abgebrüht, die Typen. Man kann das kaputt sagen. Schade. Das fände ich jetzt cool. Komm noch ein bisschen höher. Und einfach darunter. Instant runter. Ja, Mann. Sie können stolz sein, so weit gekommen zu sein. Sollten Sie zu dumm, alt oder verstrahlt sein, um die Zivilisation neu zu starten,
Kehren Sie zu Ihrem primitiven Stand zurück und schicken Sie uns jemanden, der besser für die Tests geeignet ist. Ich glaube, wenn sich eine neue Evolution bilden würde, aus denen dann wieder menschenartige Wesen entstehen würden, die würden die Sprache noch nicht mal verstehen. Geschweige denn erst diese ganze Anlage da verstehen. Die würden sich denken, hä? Um die Kerntestprotokolle mit genug Energie zu versorgen, wurden alle Sicherheitsvorrichtungen deaktiviert. Das Enrichment Center erkennt ihr Recht auf Fragen und Einwände zu diesem Thema an. Ja, da hätte ich so einige Fragen. Hey, Kuckuck, ich bin hier oben. Hi. Hey, super, du hast die Portalkanone gefunden. Und was lernen wir daraus? Am Ende sind die Leute mit dem Hirnschaden die wahren Helden der Geschichte. Ist meistens so. Gut gemacht. Ja, schieß ein Portal in die Wand hinter mir und wir treffen uns am anderen Ende des Raums. Wow. Okay, hör zu. Ich muss dir was sagen. Und es ist nichts Angenehmes. Was denn? Die haben mir gesagt, ich darf mich niemals, nie im Leben aus dieser Schiene ausklinken. Oder ich muss sterben. Aber wir haben wohl keine Wahl. Also mach dich bereit und fang mich auf, sollte ich wider Erwarten doch nicht sterben, wenn ich mich aus diesem Ding hier ausklinke. Auf drei. Bereit? Ja, eins. Komm. Zwei. Drei. Das ist zu hoch. Ist doch zu hoch, oder? Also, komm okay. Jetzt. Also auf drei habe ich zu viel Zeit zum Nachdenken. Also diesmal schon bei eins. Bereit? Ja, eins. Komm. Fang mich auf. Ich bin nicht tot. Ich lebe noch. Ja, das tust du. Wow. Schließ mich an den Stick an der Wand dort an, ja? Dann zeige ich dir mal was. Wird dich beeindrucken. Ja, ich kann das nicht, wenn du dabei zuguckst. Na gut. Im Ernst jetzt, ist kein Witz. Kannst du dich kurz umdrehen? Ja, hab ich doch schon. Okay, dreh dich wieder um. Bam, Geheimtür. Die hab ich aufgemacht, als du nicht hingeguckt hast. Und los geht's. Keine Schiene, die uns die Richtung vorschreibt. Das ist klasse. Wir können gehen, wohin wir wollen. Also, wo gehen wir hin? Moment, lass mich mal die Lage checken. Ja, am besten wir folgen der Schiene. Hä? Ach so. Oh nein. Ja, hallo, wir bleiben nicht stehen. Nicht in die Augen gucken. Nein, alles klar. Danke der Nachfrage. Weiter, weiter. Oh, armes Türmchen. Ich bin anders. Wow. Oh, Ladebildschirme. Die kommen aber häufig. Sehr häufig sogar. Ich nehme mal mit 60 FPS fast auf. Das ist krass. In Minecraft habe ich 8 und hier habe ich 60. Außer beim Ladebildschirm. Ja. Okay, ich sollte dir eben mal eine Kleinigkeit erklären. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir durch ihre Kammer gehen. Und sie bringt uns wahrscheinlich um, wenn sie lebt. Willst du die Aktion abblasen und dich hier hinsetzen? Für immer? Ist eine Möglichkeit. Plan A, hinsetzen, nichts tun. Plan B, da durchgehen und wenn sie lebt, dann sind wir schon so gut wie tot. Also läuft das Webinar. Ganz ehrlich, ich will das nicht tun. Ich will da nicht reingehen. Nein, nein, nicht reingehen. Oh gut, siehst aus. Kein Grund zur Panik. Los, weiter. Da ist sie. Sie war wirklich von der ganz üblen Sorte. Völlig durchgeknallt. Weißt du, wer sie am Ende zur Strecke gebracht hat? Das glaubst du nicht. Ein Mensch. Ja, das war ich. Ich weiß. Ich wollte es auch nicht glauben. Der Mensch ist offenbar entkommen und seitdem verschwunden. Nein, das bin ich. Und dann kam eine Ewigkeit, in der absolut nichts passiert ist. Und jetzt sind wir beide hier auf der Flucht. Tja, das ist so gut wie alles. Nichts anfassen, bitte. Okay. Wow. Mag nicht GLaDOS wieder treffen. Okay, die Treppe runter. Welche? Spring! Treppe? Obwohl, das ist doch ganz schön weit. Ich werde immer noch festgehalten. Das ist super. Du hast kräftig zugepackt. Uns geht's gut. Ganz hervorragend. Ja, sehe ich genauso. Das nervt schon ein bisschen, ja? Der ist ein bisschen aufgeregt. Entschuldige, am besten nicht nach unten sehen. Ah, schon wieder runtergesehen. Ja, dann hör auf damit. Meine Güte. Das hier ist der zentrale Kontrollraum. Wow. Na dann rein. Such den Schalter, auf dem Fluchtkapsel steht, okay? Und sonst nichts anfassen.
Also fass ja nichts anderes an. Schau nicht mal was anderes an. Klar, du musst dich umschauen, um das Wort Fluchtkapsel zu finden. Aber wenn du was siehst, auf dem nicht Fluchtkapsel steht, dann schau gleich wieder weg. Und fass ja nichts an. Und schau dir nichts an, außer das Richtige. Du weißt, was ich meine. Ja, genau. Siehst du es irgendwo? Ich kann es nirgendwo sehen. Am besten schließt du mich an und ich mach das Licht an. Ja, dann... Oh, weit. Es werde Licht, so sprach Gott. Ich habe Gott zitiert. Oh, sieh mal, es dreht sich. Seltsam. Ist aber wohl okay, solange es sich nicht nach oben bewegt. Also, Fluchtkapsel, Fluchtkapsel. Es bewegt sich nach oben. Okay. Okay, ganz ruhig, alles Paletti. Ich hab's. Jetzt wird's langsamer. Nein, wird noch schneller. Power-up eingeleitet. Okay, keine Panik. Ganz ruhig bleiben. Wir können sie noch aufhalten. Es gibt ein Passwort, das kann ich hacken. Kein Problem. Wollen mal sehen. Ridley. Nein, gut. Nein, warte, hatte ich B schon? Schreib das mal auf. Power-up abgeschlossen. Na schön, neuer Plan. Verhalte dich ganz natürlich. Wir haben nichts getan. Genau. Hallo? Oh, du bist es. Du kennst sie? Wir haben uns lange nicht gesehen. Wie geht es dir? Gut. Ich war ganz schön beschäftigt damit, tot zu sein. Du weißt schon, nachdem du mich ermordet hattest. Du hast was? Oh nein, nein. Oh nein. Wir haben beide vieles gesagt, das dir noch leid tun wird. Aber ich glaube, wir können unseren Streit hinter uns lassen. Der Wissenschaft zuliebe, du Monster. Was tust du jetzt? Du scheinst das Testen wirklich zu lieben. Schließlich war es gar nicht so einfach, mich wieder zu aktivieren. Ich liebe es auch. Aber vorher müssen wir noch etwas erledigen. Und was? Mich in ein tiefes Loch stürzen lassen ist keine Option. Beziehungsweise sollte keine Option sein. Oh, komm, lade doch schneller. Ich stürze hier immer noch. Die Brennkammer. Vorsicht, stolpere nicht über Teile von mir, die nicht ganz verbrannt sind, als du sie hier reingeworfen hast. Das Doppelportalgerät sollte hier irgendwo sein. Finde es und wir können beginnen, wie früher. Da ist sie. Warte. Gut, du hast das Doppelportalgerät. Es gibt hier bestimmt einen Weg zurück zum Testbereich. Nach Testbeginn verlangt das Protokoll, die Interaktion mit dir so gering wie möglich zu halten. Ja, ja. Zum Glück haben wir noch nicht begonnen. Unsere letzte Chance für ein bisschen Smalltalk. Dann weg mal. Lass mich das für dich holen. Weißt du, welche Lektion die wichtigste ist, die ich durch dich gelernt habe? Ich habe meine Blackbox-Speicherfunktion entdeckt. Im Falle eines Totalausfalls bleiben die letzten 2 Minuten meines Lebens erhalten. Interessant. Ich musste deinen Mord an mir wieder und wieder durchleben, andauernd. Weißt du, jeder andere, dem du das angetan hättest, hätte sicher nur noch Rache im Sinn. Zum Glück stehe ich über solchen Dingen. Es ist schön, das alles hinter uns zu lassen und zurück an die Arbeit zu gehen. Wir haben so viel zu tun und nur noch 60 Jahre dafür übrig, in etwa. Mir liegen die genauen Statistiken nicht vor. Okay, aber bevor wir wieder damit anfangen, Gladers Test durchzugehen, sage ich bis im nächsten Part. Tschüss.